Auf Mallorca stehen wir im Moment mit dem neuen T-Cross hier in Marquena, Türkis, an einem Militärgelände hier, das sogar mal die NASA genutzt hat vor wenigen Jahren. Also in dieser Location hier, in diesem Steingewölbe, da haben wir diese knallige Farbe untergebracht. Und das Auto, muss man sagen, gleich von vornherein, sieht richtig gut aus. Es hat die Ausstattungslinie Style, also die obere, ohne Airline-Paket. Man kann ja auf die drei Ausstattungslinien auch noch Airline-Paket drauf machen. Das hat der hier leider nicht, sieht aber trotzdem ganz ordentlich aus. Und damit ein ganz herzlich willkommen heute zu automativ.de. Mein Name ist Benjamin. Ja, 56 mm ist er länger als der Polo und er ist auch, man sitzt auch drin, um 10 cm erhöht. Also ein bisschen mehr Übersicht im Interieur, das merkt man auch. Und was noch, das auch gleich vorneweg, was ihn noch auszeichnet hier gerade, ist ein unglaublich leichtes, leichtfüßiges Fahrverhalten. Wenden wir uns aber kurz ans Exterieur wieder hier. Wir haben es ja schon im Studio gehabt, das Auto, daher nur ganz kurz. Hier haben wir optionale Voll-LED-Scheinwerfer, die sind Serie ab der Ausstattungslinie Live, also ab der zweithöchsten Ausstattungslinie. Dann darunter, da wir kein Airline-Paket haben, ein relativ normales Bug-Design, aber trotzdem ganz ordentlich und frischer als beim etwas größeren Bruder T-Roc. Preislich, um auch darauf gleich einzugehen, da sortiert er sich bei 18.000 Einstiegspreis ein. Wenn man das ausstattungsbereinigt dann rechnet, dann sind es so ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro weniger als beim T-Roc. Und dafür bietet er mehr Modernität und ein deutlich kompakteres und deutlich knackigeres Package, wenn man sich hier mal das Design anschaut. Das kompakte Äußere, das sieht man auch, wenn man an der Seite steht, nicht nur an der Front. Auch hier am vorderen Kotflügel, die Karosserie, die ist richtig, richtig schön und fein eingelassen hier. Sieht richtig gut aus und bringt ein bisschen Oberflächenspannung auch an die Seitentüren und so. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, hier haben wir an der Seite 18 Zoll Felgen, die sind optional. Wir steigen beim ganz normalen T-Cross mit 15 Zoll Felgen ein, gehen dann bei der Live-Version serienmäßig über 16 Zoll Felgen und hier bei der Style-Version über 17 Zoll Felgen und die hat man dann nochmal optional als 18 Zoll Felgen. Die ganze Palette, die sehen wir gerade auch eingeblendet. Ja, hier schwarz abgesetzte Außenspiegel, die haben wir auch im Style dann serienmäßig. Die Chromumrandung, die lässt sich hier, oder das untere, die Chromleiste, die lässt sich nicht wegbestellen. Die ist immer da, immer vorhanden. Und um diesem ganzen SUV, diesem kleinen SUV ein bisschen einen Touch zu geben, haben wir hier unten auch noch die Beplankung in ganz grobem Kunststoff. Die lässt sich auch nicht wegbestellen, außer man nimmt die Airline-Version. Dann sieht das Ganze noch mal ein bisschen anders aus. Ja, und knackig und auch von den Proportionen schön, auch mit diesem durchgezogenen schwarzen Band hier hinten, das nicht illuminiert ist, aber mit Reflektoren ausgestattet ist. Da sieht man auch, dass dieses Auto knackig ist und frischer ist als der größere T-Roc. Hier hinten auch in der Farbe, gerade in Marquena oder im Studio hatten wir ja auch den Orangen in Energetic Orange, kommt dieses richtig gut raus, weil der Kontrast so schön ist. Also es gefällt mir. Und der Kofferraum hier hinten, auch das sei nochmal erwähnt, der ist fast gleich groß vom Volumen wie der des T-Roc. Wir haben 385 Liter bis 455 Liter, je nachdem. Und wenn man es umklappt, dann kann man sogar noch die Rückbank verschieben und den vorderen rechten Sitz, den Beifahrersitz, ganz umklappen. Wenn ich eine richtig große durchlade, kann man fast eine Bierbank sogar mitnehmen. Weitere Details, die gibt es dann hier im verlinkten Video nochmal aus dem Studio. Da hatten wir den T-Cross ja ausführlich noch vom Exterior und Interieur gefilmt. Schauen wir, was auch nicht so unwichtig ist, das Motorenangebot hier beim T-Cross noch an. Wir haben hier unter der Haube den Dreizylinder 1-Liter Motor. Der ist der kleinste Motor, der hier angeboten wird, Turbomotor. Die Dämmung in diesem Auto ist so gut, das werden wir auch noch beim Fahren sehen, dass man im Interieur ganz wenig von diesem typischen knurrenden Sound hört. Das ist richtig angenehm, weil ich mag normalerweise überhaupt gar keine Dreizylinder. Dieser aufgeladene Dreizylinder, den gibt es in einer 95 PS Leistungsversion und in einer 115 PS Version. Das ist genau der gleiche Motor, der auch im Polo
zum Einsatz kommt. Und später im Jahr folgt dann noch ein 1,5 Liter Vierzylindermotor, den es auch im Golf gibt mit 150 PS. Und es gibt auch noch einen Dieselmotor. Bei VW gibt es auch noch einen Dieselmotor mit 1,6 Litern Hubraum und auch so um die 90 PS. Den kennen wir auch schon vom Polo. Das Allerwichtigste, der allerwichtigste Wert hier, motorenbezogen, sind die 11,5 Sekunden. Denn so viel braucht der T-Cross mit dem 95 PS 3-Zylinder 1 Liter Turbomotor von 0 auf 100. Der größere, der leistungsstärkere 115 PS braucht nur 10,2 Sekunden. Das mit Handschaltgetriebe. Und da sind wir auch gleich schon beim Thema. 6-Gang-Handschaltgetriebe gibt es serienmäßig beim 115 PS. Und das 5-Gang-Schaltgetriebe gibt es serienmäßig beim 95 PS. DSG gibt es beim 95 PS nicht, Doppelkupplung. Beim 115er aber optional. Und beim 150er PS mit dem Vierzylindermotor dann vorne drin wahrscheinlich dann auch optional und nicht serienmäßig. Ja, Cockpit, ganz Volkswagen-typisch. Mache ich mal die Zündung an. Wir haben hier optional auch wieder das virtuelle Cockpit, Active Info Display, kostet 400 Euro Aufpreis, kennen wir schon vom Polo, ist super scharf, hat viele Funktionen hier, die man hier neben Navigation, iPhone-Bindung und Musikabspielung anzeigen lassen kann, digitale Displays, alles ganz cool, würde ich auch mittlerweile nehmen und empfehlen. Und rechts daneben haben wir das mittelgroße Multimedia-System hier, kennen wir auch schon, super mit den Drehreglern, das ist auch die absolute Automotiv-Empfehlung. Und gekoppelt an das System ist hier unten neuerdings auch eine Ladeschale, kann man auch hier sein iPhone ganz bequem laden und auch ganz neu sind mehrere USB. VW sagt reichlich USB-Slots hier und zwei hinten. Das Auto ist ja funky, das Auto ist ja cool. Das sieht man ja auch von außen und wenn hinten die Kids sitzen, dann können beide sogar noch ihr iPhone einstecken. Das ist richtig, richtig cool. Lenkrad hier vorne, das ist auch aus den neuesten VW-Modellen bekannt. Passat hat es unter anderem auch. Der neue T6.1, das Facelift, das T6 VW-Bus, der hat das hier auch. So, und die Sitzposition, das ist ja das Allerspannendste, was man hier hat. Man fühlt sich eigentlich wie im Polo, der noch ein bisschen auf SUV gemacht ist. Also richtig cool. Hier oben eine grobe Ablage, wo man noch ein paar Sachen reinlegen kann. Man sitzt einfach nur 10 cm höher, hat aber eine bessere Umsicht. Und ist natürlich nicht ganz so sportlich, wenn man nicht so tief auf der Straße sitzt, aber das ist nicht unangenehm. Und das kommt aber jetzt gleich noch beim Fahren. Er fährt sich dadurch echt geschmeidig und durch diese Umsicht fährt er richtig präzise und sogar fast noch präziser als der T-Roc. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Beim T-Roc, das einzige Ding, was es dort halt mehr gibt, sind stärkere Motoren und natürlich Allradantrieb, hier haben wir reinen Frontantrieb. Ja, und noch ein Wort zu den Dekoren hier. Wir haben hier ein Style-Package noch drin, in neutral gehalten, das heißt auch Diag Neutral. Das gibt es hier noch mit Orangen und mit türkisen Inlays und sieht dadurch ein bisschen funkiger aus. Das ist hier schon sehr seriös, ganz genauso wie das Dekor hier. VW spricht hier von einem 3D-Dekor hier vorne. Das ist so ein bisschen in 3D-Optik. Man kann es auch spüren, wenn man mit dem Finger hier drüber fährt. Da sind diese ganzen leichten Riffe hier eingelassen oder beziehungsweise drauf gedruckt. Sieht ganz witzig aus, ist nur ein Kunststoffteil eben, was hier als Dekor dient. Aber wie gesagt, man kann das auch noch deutlich farbiger machen. Noch farbiger als im Polo. Genau, und als ganz zum Schluss das ewige Dauerbrenner-Thema. Das Armaturenbrett, die Armaturentafel, das Thema will ich natürlich auch nicht verschweigen. Im Studio hatten wir das ja schon angesprochen, nur da konnten wir nicht wirklich darauf eingehen, da das noch ein Prototypenteil war. Jetzt haben wir das Serienteil hier und es ist ein bisschen besser als beim T-Roc, habe ich das Gefühl. Es ist natürlich auch wieder hart, es ist nicht aufgeschäumt. Aufgeschäumt wäre eben viel teurer. Das, was man hier gespart hat, das hat man hier in das Dekor gesteckt an Kohle und auch in die Vielfalt der Dekore. Die sehen wir auch gerade noch mal eingeblendet, was es hier alles noch für Ausstattungsvarianten gibt in Bezug zum Dekor und zu den Sitzen. Hat man hier noch mal viel Geld reingesteckt und da oben es gelassen, das eben weich zu polstern. Aber ganz ehrlich, das taugt mir auch. Also das ist einfach nur eine Ermessenssache, wenn man hier nicht dauernd seine, man hat hier nicht dauernd seine Finger drauf. Das heißt, dieses Teil an sich für Kunststoff ist es echt gut gemacht und hier ist auch alles fest. Der einzige Nachteil ist eben, es ist nicht aufgeschäumt. Und wer das haben will, wer hier oben ein anderes Armaturenbrett haben will, der muss in die Klasse des Golfs.
und da kriegt man das dann auch. Ja, ansonsten, das Wichtigste war das jetzt hier im Interieur und das Allerwichtigste, das kommt jetzt, nämlich das Farben. T-Cross ist natürlich auch für den ganz groben Feldweg und für die groben, groben Bordsteine, Riesenbordsteine und für die Beschleunigung. Ja, ist natürlich nur ein kleines Motörchen, kann aber ganz schön viel, weil der T-Cross eben so leicht ist. Das ist ja das Schöne dran und dadurch fährt er auch schön leichtfüßig und das genieße ich echt an diesem Fahrzeug hier. Neben dem Fakt, dass man eben ein bisschen höher sitzt, was ich ja normalerweise nicht mag, würde ich mir jetzt auch selber nicht kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Optik ist erstens richtig cool. Ich mag ihn von der Optik einfach. Ich mochte auch den T-Roc von außen, ich weiß. Aber mittlerweile gefällt er mir nicht mehr so sehr, weil ich finde wirklich, er ist ein bisschen alt geworden vom Design. Aber das Auto hier ist auf jeden Fall jetzt, Status jetzt, richtig frisch. Und man merkt tatsächlich hier, dass es vor allem natürlich gegenüber dem Polo, extrem wankt. Also im Vergleich zum Polo extrem, im Vergleich zu anderen Fahrzeugen natürlich überhaupt nicht. Da gibt es ganz andere zum Beispiel, wobei Opel Mokka und so, diese Klasse, die war auch nicht wahnsinnig wankanfällig. Aber da gibt es schon andere Fahrzeuge, die deutlich mehr Seitenneigung aufweisen. Da ist er dafür, dass er 10 cm höher ist als der Polo, echt noch stabil. Und man kann, was man ja normalerweise nicht tut, auch mal um die Kreisverkehre hier ein bisschen oder in engen Kurvenpassagen. Da, wo wir vorhin waren, vor dem Militärsperrgebiet, kann man ein bisschen auch Spaß haben mit diesem Fahrzeug, weil eben der 3-Zylinder so ein bisschen ein drehfreudiges Aggregat ist und jetzt kommen wir zum Schlüsselpunkt eigentlich, den ich hier als Schlüsselpunkt sehe bei diesem Fahrzeug. Vor allem in diesem Segment die Dämmung. Die Dämmung des Interieurs, die Dämmung der Straßengeräusche. Wir sind hier auf Mallorca ja die ganze Zeit unterwegs und ich habe keinen Fahrbahnbelag gefunden hier. Und hier gibt es auch teilweise keine so guten Straßen, der die Geräusche so an das Interieur bringt, wie ich es erwartet hatte. Jetzt, wenn man ganz still ist, ich fahre 84, kann ein bisschen beschleunigen, werden die Geräusche von der Straße, die Abrollgeräusche, ganz, ganz vermindert im Interieur wiedergegeben. Und das ist echt angenehm. Auch gerade zum Reisen ist es echt toll. Und das Zweite ist, der 3-Zylinder, den ich eigentlich gar nicht mag, ein 3-Zylinder-Motor, ich mag dieses Knorrige nicht und ich mag auch diese Zündreihenfolge nicht. Klar, muss er haben, aber ist alles so unruhig und einfach nicht schön. Aber auch diese Sachen, diese nicht schönen Emissionen von diesem Motor, der da vorne ja sitzt, der kleine, die kommen echt wenig durch dieses Interieur. Das ist nur, wenn ich jetzt in die hohen Drehzahlen gehe, zum zweiten bei 80 und dann mal an den Limiter gehe und jetzt geht es nicht weiter bei 6500 Umdrehungen auf 100 km/h. Genau, 6500 km/h, das passt. Geht. Selbst diese Extremsituationen, also dieses extreme Hochdrehen, hört man ein bisschen Turbolader pfeifen und man hört ein bisschen, klar, Drehzahl, aber es geht eigentlich. Und man fährt ja normalerweise nicht dauerhaft im 6500er Begrenzer. Deswegen, ja, finde ich toll. Hier das manuelle 6-Gang-Schaltgetriebe, das 5-Gang-Schaltgetriebe kenne ich nicht. Nehme aber jetzt einfach mal ganz blind an, das 5-Gang-Schaltgetriebe ist genau dasselbe von der Abstimmung, eben nur mit dem fehlenden 6. Gang.
da ist eigentlich auch nicht wahnsinnig viel Unterschied, außer dass hier der sechste Gang zur längeren Übersetzung halt noch beim 115, bei der 115 PS-Variante dazukommt. Aber ansonsten fühlt sich das echt gut an. Der Hebel ist mir ein bisschen zu lang, dadurch ein bisschen unsportlich. Aber die Gassen gehen gut rein. Es gibt kein Hakeln vor der Gasse. Das kann man ganz einfach mit dem Zeigefinger sogar reinbringen. Das ist echt total entspannt. Und man findet auch, man kann hier total blind die Gassen. Ich kann es auch im zweiten wieder schalten. Ja, und gar kein Problem. Also das geht schon sehr gut, sehr intuitiv. Man muss überhaupt nicht hier dran denken oder irgendwas machen. Das passt auch, das gefällt mir sehr gut. Das Lenkrad hier liegt gut in der Hand. Ich mag Volkswagen-Lenkräder mittlerweile, das ist nicht mehr so überdimensioniert, weil da, wo der Airbag drunter liegt, bei der Hupe. Und dann sind hier die Schalter jetzt etwas modernisiert worden, kann man sagen. Auch wenn mir das vorige Design tatsächlich ein bisschen besser noch gefallen hat, weil es hier ein bisschen filigraner war. Jetzt ist es so eine große Fläche, wo alle Taster drauf liegen, aber die fühlen sich echt ganz gut an, die Tasten hier. Was mich aber richtig nervt, das habe ich auch schon beim Touareg gesagt und auch schon beim Passat gesagt, auch wenn es so statisch war, aber da wird es dann auch so sein, um die ganzen NCAP-Crashtest-Sachen und die ganzen anderen vergleichbaren Crashtests mit voller Punktzahl bestehen zu können, zählen mittlerweile auch die Assistenzsysteme dazu, dass die von Anfang an eines jeden Motorstarts immer an sind. Das heißt, wir haben in diesem Fahrzeug ja eine Fülle an Assistenzsystemen, unter anderem auch Lane Assist, den ich ja eigentlich nicht mag. Ich mag einfach nicht mit Lane Assist fahren, weil mir dann immer irgendwas, wenn ich hier zu nah dran komme, immer gleich in die Lenkung reinfasst. Aber diese Assistenzsysteme, die sind immer von Anfang an da. Und das nervt mich einfach wirklich tierisch, dass man bei jedem Motorstart nochmal, hier gibt es jetzt extra von Volkswagen eingerichtet einen Knopf, der macht die Assistenzsysteme in diesem virtuellen Cockpit, im Active Info Display, ruft er die auf und dann kann man gleich hier auswählen, welche Assistenzsysteme man ausschalten will. Ne? Nicht anschalten, sondern ausschalten. Ganz am Anfang ist natürlich Lane Assist, weil Volkswagen weiß, viele Leute mögen das nicht, auch wenn sie das als Option dazu bestellen, weil es ja oftmals im Paket ist. Also drückt man hier OK und dann ist der Lane Assist ausgeschaltet. Ansonsten haben wir in diesem Fahrzeug noch die Assistenten an, natürlich ACC an Bord oder einen Geschwindigkeitsbegrenzer, das ist natürlich nichts Besonderes. Blindspot beim Ausparken ist noch der Ausparkassistent noch zusätzlich, also Quer- und Hinterrückswarner. Da muss ich mich kurz konzentrieren, wo ich hier raus muss. Ja, genau hier. Und dann, was ich noch wichtig finde, serienmäßig in jedem T-Cross ist Front Assist und serienmäßig in jedem T-Cross ist tatsächlich das, was aus dem Arteon kommt und aus auch der Touareg hat und auch der Passat hat. Dieses, wenn vor einem Unfall, also wenn das Auto erkennt, hinten zum Beispiel, da kommt einer richtig schnell an und es kann einen Unfall nicht mehr verhindern, weil vorne alles zu ist und der Fahrer gerade auch nicht so wahnsinnig reaktionsfreudig ist, dann fährt es in diesen Emergency-Zustand, also Scheiben ganz leicht runter, damit der Druck hier rausgeht vom Airbag, falls der Airbag hochkommt, Schiebedach, falls eins vorhanden ist, zu. Und lauter diese Parameter stellt dann der T-Cross nochmal ein, damit Unfallfolgen minimiert werden können. Und das finde ich ein tatsächlich sehr gutes und nützliches Assistenzsystem. Was mir aber aufgefallen ist, jetzt Stichwort Assistenzsysteme, diese Parksensorik wieder, also die ganzen seitlichen gibt es ja mittlerweile auch, die ganzen Ultraschallsensoren, die spinnen teilweise und erkennen mal wieder die großen Räder vorne nicht als, oder erkennen sie als Hindernis manchmal. Und dann piept es wie wild, wenn du voll eingeschlagen hast und dann irgendwo manövrieren, wenden willst, dann piept es ja wieder wie verrückt, weil diese Räder in diesem Kreis, wenn die rausfahren natürlich beim Lenken, nicht drin sind, also nicht im Radius einprogrammiert werden, beziehungsweise die Abstimmung zwischen Lenkwinkel und Ultraschallsensoren einfach nicht so gut stimmt. Und das ist einfach eine Sache, die hat Volkswagen noch nicht so wirklich hingekriegt. Und das muss jetzt tatsächlich mal sein, dass dieses System ordentlich arbeitet und nicht immer dauernd piepst wie wild. Und man, dann brauche ich auch keine Parksensoren, wenn es nicht funktioniert. Ne? Also das ist wirklich eine Sache, nee, das mag ich nicht. Andere Sache, hier, das habe ich gar nicht gezeigt, sage ich jetzt auch während der Fahrt nicht, aber natürlich, den Sitz kann man ganz umklappen. Und dann kann man hier durchladen und es passt nicht sogar fast eine Bierbank rein, sondern es passt eine Bierbank rein natürlich. Ja, genau. Also das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Dann hier, das alles ist auch
gut. Ich mag das Interieur, ich mag das hohe Sitzen. Ich mag auch die Direktheit, die Präzision, trotz des höher gesetzten Mini-SUV-Daseins mag ich. Man kann angenehm reisen, die Sitze sind gut, die Interieur, die Dekore. Das oben haben wir auch geklärt mit dem Armaturenbrett. Das ist nun mal eben so, wobei ich jetzt auch beim Fahren die Diskussion jetzt, die wahrscheinlich wieder unter dem Video entstehen wird, nicht ganz nachvollziehen kann, dass man eben hier dauernd rummeckert, dass in so einem sensiblen Preissegment, wie das Auto ja ist, dauernd über dieses Armaturenbrett hier sprechen muss. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Es fühlt sich ordentlich an, es ist ordentlich eingepasst, die Spaltmaße hier, das passt alles. Es ist einfach ein gutes Teil, auch wenn es Plastik ist. Ja, mein Gott, Softtouch, dann eben Golf, muss ich jetzt auch mal wirklich ganz klar sagen. Dafür sind die Dekore hier reichlich an Auswahl und auch schön geworden. Und man hat ja ordentlich viel Digitalität. Apropos Digitalität, jetzt noch zum Schluss. Neben den Assistenzsystemen gibt es natürlich hier auch im Cockpit, im Multimedia-System, WeConnect-Services zum Beispiel hier mit dem LTE-Stick. Wenn man so einen Car-Stick hat, dann kann man den in einen der USB-Slots stecken. Dann hat man auch LTE. Und dann kann man hier, geht jetzt glaube ich während der Fahrt nicht, aber man kann hier im Menü auf CarNet gehen. Keine Datenverbindung verfügbar. Okay, wir sind ja auf Mallorca im Hinterland, geht nicht. Aber dann kann man sich die ganzen Services hier anzeigen lassen, wie Wetter, Verkehrsdaten, Online-Ziele. Das Ganze, das hat man natürlich auch hier drauf. Das ist im Konzern, ein konzernweit verbreitetes System. Auch bei Skoda und bei Seat gibt es. Und nützt einem auch deutlich im Alltag, wenn man mal sein Handy und Google nicht benutzen will, vor allem während der Fahrt, dann kann man das alles hier machen mit den Online-Zielen. Das ist alles in Ordnung. Ansonsten, das System kennt man hier auch, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Die Klimaanlagensteuerung, die ist sehr, sehr bekannt, lange Jahre schon bekannt, hat sich nicht wahnsinnig viel getan, muss es aber auch nicht, weil es sieht nach wie vor gut aus. Und eine Sache habe ich vergessen, hier natürlich auch ein Parkassistent an Bord, optional, aber auch ein Fahrmodus-Schalter hier im T-Cross. Nicht nur beim DSG gibt es ihn, auch beim manuellen Schaltgetriebe, Mode drücken und dann normal, Eco, Individual oder Sport, wie ich jetzt fahren. Wobei die Unterschiede hier zwischen Sport und Normal sind marginal. Reimt sich sogar, Sport und Normal sind marginal. Stimmt tatsächlich auch, trotzdem bin ich im Sportmodus. Da ist dann, wenn ich mir das einbilden kann, die Lenkung ein bisschen straffer, ja, minimal. Und die Gasannahme, ja, ist ein bisschen sportlicher, aber gut, bei so einem Motor mit 115 PS muss man jetzt nicht über ein unfassbar sportliches Fahrverhalten sprechen. Sind immerhin noch über 10 Sekunden von 0 auf 100. Ist nicht der absolute Oberhammer, aber ist in Ordnung und macht gerade auf so einer Insel echt Laune. So als lifestyleiges, cooles Teil macht es echt Laune, mit dem Fahrzeug hier umherzufahren. Ein leichtfüßig zu bewegendes SUV, hier Mini-SUV, Klein-SUV, aber immerhin um 10 cm höher. Und das bringt schon ganz schön viel, das muss man schon sagen, gegenüber vor allem dem Polo, der hier auch so ein bisschen in Konkurrenz steht zu dem Fahrzeug. Aber das Fahrzeug, ich glaube, der T-Cross ist deutlich attraktiver dann nochmal und wird sich echt gut verkaufen. Auch gegenüber T-Roc, der jetzt zwar im Anfang 2019 richtig angezogen hat in Stückzahlen, aber der T-Cross, ich glaube, trotz Vorderradantrieb und trotz nicht allzu potenter Motoren im Vergleich zum T-Roc, wird dieses Fahrzeug echt gut gehen. Mir gefällt es auf jeden Fall. 12 Außenfarben gibt es, viele Optionen. Das ist ja auch das, was ein junges, kleines und funkiges Fahrzeug ausmacht. 12 Außenfarben, viele Felgenvarianten, einige Dekorvarianten im Interieur. Das macht es knackig und wirklich ein bisschen frischer als den T-Roc, immer wieder der Vergleich. Genau, und ja, mir gefällt es. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann vielen Dank dafür und vergessen Sie nicht, unten zu abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Sneakers on, getting ready for a flashback. Time keeps moving on, looking at you, feeling like I could never, like I could never get enough of you.